So, das live noch nicht geklappt hat. Hier gerade vor dem großen Theater in Barcelona mache ich jetzt einfach ein Video und bringe es nachher gleich online. Irgendwie war die Verbindung live im Internet wieder nicht gut genug. Irgendwie kackt uns beim Live immer das Internet ab. Ich bin jetzt gerade hier auf dem Ramblas in Barcelona. Und ja, auf dem Weg in Richtung Hafen. Warte ja gerade auf die Fähre, aufs Boarding zur Fähre. Und laufe jetzt einmal hier die Ramblas runter, bis wir dann unten nochmal in dem Riesenrad am Hafen ankommen. Und habe dann die Kamera dabei und dann geht es wieder zum Auto und dann auf den Fährparkplatz. Und dann heute Abend um 22 Uhr wieder mit der Fähre nach Alcudia zu schippern. Ja. Ihr seht Barcelona, Ramblas, die Straße ist voll. Hier ist mal richtig Bewegung. Rechts und links Restaurants, ja, die Bäume oben beleuchtet. Aber auch hier in Barcelona, muss ich sagen, ist die Beleuchtung bei uns auf Mallorca in Palma pompöser. Muss man also wirklich sagen. So, hier ist richtig voll. Wo gehe ich jetzt hin? Bleibe ich hier? Rechts und links Restaurants. Ich gehe jetzt einfach mal kurz hier über die oder hier außen mal vorbei. Mal hier über die Straße. Ein paar Meter, da ist er nicht ganz so voll. Und nehme euch mal mit runter, wie gesagt, bis zum Riesenrad. Denkt immer daran, solltet ihr das Video sehen und uns noch nicht folgen, ja, dann gebt uns doch einen Follow, folgt uns, drückt die Glocke und ja, und gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben und schreibt uns was in die Kommentare rein, was ihr vom Video haltet. Wie es euch geht. Whatever. Hauptsache, ihr schreibt was rein. Unten am Anfang der Ramblas ist gerade eine große Baustelle. Ich schneide das Video jetzt auch nicht, ich lasse es einfach durchlaufen. Dann kann ich es nämlich nachher einfach direkt hochladen, ohne noch irgendwas schneiden zu müssen. Das heißt, wir müssen auch nachher den Gleik an der Baustelle kurz vorbei. Kommt einmal hier lecker essen. Von Ramblas hier ein Restaurant am anderen. Sitzen auch noch alle draußen zum Essen mit Heizpilzen.
Hier kommt jetzt gleich am Anfang der Ramblas ein ganz kleiner Markt mit ein paar Ständen. Er nennt sie hier irgendwie Don Quixote Barcelona und ist auch auf, hat einen YouTube hier, hat wohl auch einen eigenen YouTube. Und ja, weil jetzt hier vorne die Baustelle ist, laufe ich einfach mal hier, weil hier kommt man nicht durch, durch die Gasse zum Wachsmuseum. Museo de Cera, also Wachsmuseum, war ich noch nie drin. Ist wahrscheinlich ähnlich wie Madame Tussauds, wo dann irgendwie prominente lebensecht in Wachs dargestellt sind. Ist direkt am Anfang der Ramblas, aber hier geht dann auch eine kleine Gasse durch und dann komme ich um die Baustelle rum. So, so, so. Und da gehen wir kurz hier durch. Und dann sind wir schon fast vorne am Hafen beim Riesenrad. So habe ich die Baustelle jetzt etwas umgangen. Wer weiß, was das für eine Säule ist hier in Barcelona? Wer kennt die? Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare rein. Ja, die hört man hier auch ständig. Blaulicht, Martinson. Und hier haben wir das Riesenrad in Barcelona. Und bei dem Verkehr hier warte ich auch lieber schön brav, bis es grün wird. Jetzt muss es gleich grün werden. Hier drüben auf der anderen Seite vom Hafen, da ist das Aquarium. Und ja, World Trade Center heißt es hier hinten, wo der Hafen dann ist, wo ich gerade meine Fährtickets geholt habe. Und dann bedanke ich mich auch schon wieder bei euch fürs Zuschauen, wann immer ihr das Video seht. Wie immer, schönen Tag, schönen Abend. Lasst uns einen
Follow da, lasst uns den Daumen nach oben da. Macht es gut. Genießt weiterhin die Vorweihnachtszeit. Und denkt daran, noch habt ihr Zeit, bei uns im Cangourmet eure Produkte zu bestellen. Noch ist es Zeit, dass sie rechtzeitig vor Weihnachten bei euch ankommen. Aber das klappt nicht mehr lange. Bald ist es dann zu spät. Und dann kriegen wir sie nicht mehr rechtzeitig vor Weihnachten zu euch. Darum, wer noch was möchte, haut rein, schaut den Onlineshop auf www.kann-gourmet.com und bestellt schnell, dass es noch vor Weihnachten da ist. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Euer Patrick vom Kann Gourmet. Ciao.